Hoffentlich ist Lapos Brief drin. Liebe Julia, lass dich davon nicht beunruhigen. Aber falls etwas passiert, erinnere dich bitte an diese Nummer. 6934. Wenn du diese Nummer anrufst, bedeutet das, dass Lapo möchte, dass du seine Arbeit erledigst. Ein Telefonkabel in der Nähe des Hauses des deutschen Generals Erich K. muss gekappt werden. Eines führt zum Haus. Aber es gibt noch ein weiteres Kabel, von dem wir vermuten, dass es mit einer geheimen Basis verbunden ist. Und genau das muss abgeschnitten werden. Wenn du deutsche Fahrzeuge in der Nähe siehst, gib uns sofort Bescheid. Wir werden unter dieser Rufnummer nicht mehr erreichbar sein. Sie kann nur einmalig verwendet werden. Der Telegraph sollte sicherer sein. Frequenz X, telegrafiere vor der Nachricht, die Stadt brennt, um dich zu identifizieren. Lang lebe das Vaterland! Lang lebe die Befreiung! Zum Zerschneiden des Kabels brauche ich eine scharfe Schere. Eine Schneiderschere sollte ausreichen. Ein deutscher Panzer. Ich muss seinen Standort über den Telegrafen melden, der in der Nähe des Kuhstalls versteckt ist. Papa hat vermutlich eine Garnison angefragt nach all dem, was passiert ist. Ich sollte die Position mit dem Telegrafen melden. Dieser Draht führt in Richtung Haus und geht dann weiter. Also muss es der richtige sein. Nun muss ich nur noch zum Telegrafen, der sich in der Nähe der Stelle befindet. Ich muss jede Nachricht mit dem Codewort beginnen. Ich habe den Panzer auf der Straße gesehen. Und die Straße ist in der Nähe des Hauses. Ich schätze, dass ich das so in der Art kommunizieren muss. Sie haben mich darum gebeten, eine Karte der Verteidigungslinie zu finden. Es gibt eine im Arbeitszimmer meines Vaters. Das war's. Hoffentlich wird das Bild deutlich. Der Druck sollte so in Ordnung sein. Man kann die Einzelheiten deutlich erkennen.
Laut Oma war das eine alte Windmühle. Sie ist schon ewig verlassen. Sie hat mir früher immer eine Gänsehaut bereitet. Also gut. Das Foto ist jetzt da, wo Sie es haben wollten. Ich habe das Foto an der gewünschten Stelle platziert. Also muss ich nur noch die richtigen Worte finden, um das zu kommunizieren. Oh, und natürlich muss ich mir das Codewort merken. Sie haben die Position des Panzers ermittelt. Ich sollte mit Erhalten bestätigen, dass ich Ihre Nachricht verstanden habe. In Ordnung. Also, nachdem ich dort gewesen bin, werde ich eine Flagge am Telefonmast in der Nähe des Hauses anbringen. Dann wissen Sie, dass ich die Aufgabe erfüllt habe. Ein Kinderspiel. Das muss ein Schlafsaal sein. Aber es ist niemand hier. Wer weiß warum? Ich werde sie hier an den Mast hängen, neben das Haus. Das sollte bestätigen, dass diese Tunnel hier sind. Damit sollte meine Mission erledigt sein.
Ich habe alles getan, was Sie von mir verlangt haben. Das war's. Ich hoffe, ich habe die richtige Wahl getroffen.